So, ich mache jetzt einen violetten Satz für Beleuchtungskörper. Jetzt fangen wir mal an. Jetzt muss ich hier Gewichte auflegen. Wir brauchen ein Kaliumperchlorat. Das haben wir jetzt hier drin. Und dann nehmen wir. So. 880 Gramm. Da haben wir jetzt schon 700 hintrum. So, ja. Gut, jetzt haben wir 880 Gramm. Dann brauchen wir als nächstes Strontiumcarbonat. Und zwar brauchen wir jetzt noch einen Eimer, wo wir das umleeren. So, da brauchen wir noch einen Besen dazu. Müssen wir zuerst etwas auskehren. Das hier ist alles ja keine Apotheke, sondern da geht es auch etwas staubiger zu in der Feuerwerkerei. So, gut. Jetzt tun wir mal die 880 Gramm hier rein. So, das nächste ist, da brauchen wir jetzt 280 Gramm. So, das ist ein schönes weißes Material. Das färbt dann. Das gibt die rote Linie in der Flammenfärbung. Gut. 280 Gramm. Das tun wir jetzt auch in den Eimer rein, das nächste, was wir brauchen, ist Kupferoxid, das gibt dann die blaue Linie und das Rot und Blau gibt zusammen dann Violett im richtigen Verhältnis. Und da brauchen wir 110 Gramm. Das haben wir jetzt hier, schwarzes Kupferoxid. Gut, 110 Gramm. Das tun wir jetzt auch wieder in unseren Eimer rein. Und jetzt brauchen wir noch eine Chlorkomponente, also ein Wachs, ein chloriertes Wachs, das zur Bildung der Chloride beiträgt im Abbrand, weil die sind notwendig, dass die Flammenfärbung gut zur Geltung kommt. Da brauchen wir wieder 280 Gramm. Moment.
Also 280. Jetzt haben wir 200. Reicht immer noch nicht. Brauchen wir nochmal was? Das ist ein leichtes Material. So, das war also wieder zu viel. Ja, gut. Gut, 280 Gramm, das tun wir jetzt auch wieder in den Eimer rein. Jetzt haben wir vier Komponenten, es fehlt noch die fünfte. Und zwar brauchen wir jetzt ein Metallpulver, eine Magnesium-Aluminium-Legierung, das sogenannte Magnalium. Und da brauchen wir 200 Gramm. Genau 200 Gramm. Metallpulver, genau 200 Gramm. Das gibt dann beim Abbrand eine deutlich höhere Temperatur. Die Lichtausbeute wird viel besser, weil es einfach heißer ist. Aber es darf auch nicht zu viel drin sein. Wenn es zu heiß wird, dann wird die Farbe kaputt, dann wird es bloß noch weiß oder so. Also unschön und sehr weiß. Aber so mit 200 Gramm auf diese Mischung ist gerade richtig. So, das tun wir jetzt auch in den Eimer wieder rein. Gut, jetzt sieht das also so aus. Haben wir hier den Eimer mit diesen fünf Komponenten, pulverförmig. Und das muss jetzt gesiebt und gemischt werden. Tun wir das Rezeptbuch auf die Seite. Jetzt brauchen wir das Sieb. Haben wir hier schon ein passendes Sieb. Ah, da ist noch Reste vom letzten Satz drin, den Ritzen, das muss man ein bisschen rausklopfen. Das macht zwar nichts, weil die Menge sehr gering ist, aber muss ja nicht unbedingt da drin sein. So. So, und jetzt durch dieses feinmaschige Messingsieb, das also aus Messingfäden gefertigt, weil Messing ist eben etwas weicher als Stahl und das hat sich bewährt seit Jahrzehnten, dass man Messingwerkzeuge nimmt und auch Messingsiebe. Das gibt keine Funken und da ist das Arbeiten auch sicherer wie in einem mit Stahlwerkzeugen. Und das tun wir jetzt einfach so durchsieben, weil da sind so kleine Brocken da drin, wo das Material so agglomeriert ist. Das ist zwar schon pulverförmig, aber das kann man also mit den Fingern zerdrücken. Und diese kleinen Teilchen da, die müssen durch das Sieb zerkleinert werden. So, jetzt haben wir es einmal gesiebt. Jetzt tue ich das wieder zurück in den Eimer und dann siebe ich das Ganze nochmal. So. Gut. Wieder im Eimer drin.
Sieb wieder aufstellen. Jetzt das Ganze nochmal sieben, damit es homogener wird. Man kann bei dieser Arbeit natürlich auch eine Staubmaske tragen. Sollte man vielleicht. Geht aber jetzt auch ohne. Gut. So, zweites Mal gesiebt. Und jetzt kommt das Handmischen. Weil es immer noch nicht homogen ist, da fährt man dann so mit so gespreizten Fingern durch den Satz durch. Das ist jetzt ja ein Satz, also ein brennbares Gemisch. Und tut es dann so kreuz und quer, ohne viel Druck, also nicht viel Reiben. Wobei der Satz nicht so sehr empfindlich ist. Und dann auf dem Papier so mischen. Bei größeren Mengen nehmen wir schon die Mischmaschine, also eine Mischtrommel her, wenn wir sagen wir 10 Kilo machen, wo dann diese ganze Menge in einem Gebinde drin ist, in einem Gefäß, das dann in einer Maschine bewegt wird. Aber hier bei so kleineren Portionen kann man sehr gut von Hand mischen. Dann wieder so verteilen. Und dann wieder so zusammen schütten. Und zwar so, dass man sieht, dass das Pulver so übereinander herfällt. Dadurch mischt sich das. Ja, das ist eigentlich jetzt dann ganz gut schon gemischt. Jetzt machen wir es noch ein letztes Mal. So, jetzt ist der Satz soweit fertig. Jedenfalls die pulverförmigen Komponenten, das ist jetzt gemischt, das ist homogen. Man kann auch da schauen, wenn man jetzt mit so einer Schaufel so leicht andrückt und es so abzieht, kann man sehen, wenn da kleine Stückchen noch drin wären, die sieht man dann. Also kann man testen, ob es jetzt wirklich sauber ist, gemischt ist oder nicht. Ja, und nachdem das für Fackeln bestimmt ist, die werden mit Kunststoff gebunden. Da kommt jetzt dann noch, das zeigen wir dann später vielleicht, da kommen jetzt dann noch, kommt jetzt noch der Kunststoff dazu. Dann wird es durchgeknetet und dann hat man so wie so eine Art Knetmasse. Ah, wo siehst du, hier bist. Jawohl. Wir wollten fortfahren mit dem bengalischen Satz. Genau, dieser Bengal, der spezielle bengalische Satz, den ich mit Kunststoff binde. Okay. Und das haben wir ja hier in dem Eimer, ist ja dieser Satz drin, den wir da trocken gemischt haben. Und jetzt wiege ich da mal eine gewisse Menge raus. Schauen wir mal. Naja, so 200 Gramm würde ich sagen, oder ein bisschen mehr, machen wir vielleicht 300. Machen wir 300, das reicht. Du sagst spezieller bengalischer Satz mit Kunststoff binden. Ja. Gibt es dann auch eine andere Möglichkeit? Ja, die normalen Bengalflammen, die werden rein pulverig gemacht, also so pulveriges Gemisch. Und dann, weil das auch sehr phlegmatische und unempfindliche Sätze sind, werden die über so einen Trichter mit so einem Stößel, also so mit so einem mit Messingstößel, in diese Hülsen eingerammt, kann man sagen. Und da kommt kein weiter Binder dazu und kein Kleber und nichts. Das hält durch das Verdichten, durch das leichte Andrücken. Jawohl. Und okay, das machst du alles mit der Hand oder
könnte man das auch maschinell herstellen. Also mit mehreren so Matrizen wieder so. Ja, also, ja, kann man auch, würde aber auch. Da ist so eine kleine Stopfmaschine, haben wir, wo das, wo also dieser Stößel nicht von Hand, sondern maschinell bewegt wird. Okay. Und das sind die normalen Bengalflammen. Aber hier mache ich jetzt, weil es eine Sonderanfertigung ist, den Satz, das ist ein anderer Satz, und den muss ich mit Kunststoff binden, damit er sicher abbrennt. Okay. Und ja, jetzt haben wir 300. Das heißt, deine anderen bengalischen Flammen sind nicht sicher. Die sind auch sicher, aber es ist eine ganz andere Chemie in diesem Satz. Mhm. Und das könnte ich jetzt, wenn ich das so reinstoße, erstens mal ist es empfindlicher und gefährlicher. Und beim Abbrand ist es doch so heftig, ich habe es zuerst probiert, ohne Kunststoff gebunden, dass das dann in ganzen so einem Schwall so raushüpft. Und also das spritzt dann so raus und quält man gar nicht. Also das ist Murks. Das muss man binden, also nicht mit Wasser, nicht mit Isopropanol. Nein, ich habe mir jetzt entschieden, das mit Kunststoff zu binden. Mit so einem Kunststoffharz? Oder wie Kunstharz. Ist zwei Komponentenharz? Ja, genau. Also okay. Kunststoff mit Härter. Ah, ja. Interessant. Das schütten wir erstmal hierher. Weil auf dieser Plastikfolie, da verarbeite ich das dann. Jetzt nehmen wir mal das Kunstharz her. So, bei 300 Gramm, wir machen gute 15%, dann brauchen wir 45 Gramm. Also 40 Gramm Harz, 5 Gramm Härte. Klebrig angelegen. Ja, das ist sehr sinnvoll, Handschuhe zu tragen. So. Gut. So. Jetzt nehmen wir den Härter dazu. So, gut. Das ist also ein klares Harz und der braune Härter dazu. Und jetzt brauchen wir, wo habe ich da mein Rührholz, Umrührholz? Ach, da. Mit dem Hölzchen muss ich das jetzt mischen und verrühren. Jetzt ist so eine cremefarbene Masse, eigentlich wie so, guckt aus wie so ein üblicher, handelsüblicher Kleber. Und das muss ich jetzt da reinarbeiten in diesen Satz. Wie lange hast du jetzt dafür Zeit? Ja, das schon so zwei bis drei Stunden. Das hängt von der Außentemperatur ab. Wenn es kühler ist, geht es viel länger. Und im Sommer bei Hitze,
da kann es schon nach einer Stunde so weit fest sein, dass man es nicht mehr verarbeiten kann. Also nicht zu viel auf einmal. Ja, ja, das soll man immer schauen, dass man nur so viel anteigt, wie man dann auch verarbeitet. So, gut, jetzt muss ich das da reinarbeiten. Und damit das alles nicht an den Handschuhen hängen bleibt, sondern nur am Pulver, muss man da ein bisschen vorsichtig arbeiten. Ähnliche Taktik wie beim Satzmischen? Ja, ja, genau, das ist ähnlich. Ja klar, wenn wir jetzt sofort mit den Handschuhen rein oder der ganze Schwarz an den Handschuhen kleben. Hängt alles an die Handschuhe und dann bringe ich es nicht mehr weg von den Handschuhen. Später dann, wenn es mal gut durchgemischt ist, dann kann man es schon anfassen. Mhm. Dann klebt es auch nicht mehr so stark. Ja, jetzt wird es schon eine andere Konsistenz. Verteilt sich das schon ganz gut in dem Pulver. Kann man auch schon besser draufdrücken, ohne dass es an der Folie hängen bleibt. So, jetzt fasse ich es auch an. Also mehr als diese 15% braucht man nicht, weil dieser Kunststoff auch die Flammenfärbung etwas beeinträchtigt. Die wird gelber, weil da eben Kohlenstoff drin ist. Aber der Kunststoff macht auch eigentlich jeden Satz sicherer, dass der nicht mehr explodiert, sondern nur noch abbrennt. Und wir haben jetzt wieder das, was wir zuvor auch, oder was wir auch bei wasserfeuchten Sätzen haben, dass sich das so, wenn man es dann so zusammendrückt, dass das dann so beieinander bleibt. Also man kann das formen und das wollen wir ja, dass das dann, wenn wir es in die Hülse reinstopfen, beim Aushärten eine kompakte Masse gibt. So, ich denke, dass das jetzt so ist das jetzt eine ziemlich saubere Sache. Du bleibst da an die Handschuhe nicht mehr viel hängen. So. Ja, jetzt nehmen wir so eine Hülse und die füllen wir jetzt mit diesem Satz, mit diesem Kunststoff gebundenen Satz. Drücken wir das, das drücken wir an. Es lässt sich auch jetzt gut verdichten, ohne dass irgendwas staubt. Am zweiten. So. Das würde jetzt einfach so anbrennen oder braucht man noch was? Ja, also um das jetzt
Also die sollen ja schnell zünden. Die sind jetzt für einen Spezialeffekt, wo einer bloß mit dem Feuer drauf geht und soll das brennen. Und ich nehme jetzt das und drücke es hier ein bisschen so Schwarzpulverkörner oben auf. Die drückt es jetzt da mit rein und wir haben ausreichend Anzündung. So, der nächste. So, die nächste Hülse. Es lässt sich also jetzt auch sehr gut verdichten und es staubt nicht mehr. Es lässt sich also wirklich angenehm bearbeiten. Auch wieder etwas Kornpulver auf der Oberfläche andrücken. So. Ja, zeig mal in die Kamera. Hier. Ein bisschen näher so ran. So, warte mal, ich muss scharf stellen. Mhm. Jawohl. Mhm. Sehr gut. Schön. Mhm. Jawohl. Ja. Jawohl, das war jetzt schon alles. Also das war jetzt einmal alles. Jetzt haben wir zwei Stück gemacht und die zünden wir jetzt gleich an. Jawohl. Und testen mal, wie der Abbrand ist. Okay, alles klar. Wunderbar, auf geht's. Mhm, auf geht's. Es sind jetzt ungefähr so 25 Gramm da drin. Mhm.